angefangen zu schneien. Ich gebe euch noch einen kleinen Vorteil an den Ding, okay? Hallo meine Lieben, ich dachte, ich nehme euch die Woche über ein bisschen mit. Und zwar habe ich die Woche noch Urlaub und ich wollte ein paar Dinge erledigen bei uns in der Wohnung und so. Ich habe mir auch eine Liste gemacht und ein paar Sachen habe ich schon gemacht und ich dachte, es macht ein bisschen mehr Spaß, wenn man es gemeinsam macht. Ich muss gerade mal meine Liste. Zum einen, der Akku blinkt. Ich muss meine Steuererklärung fertig machen. Das habe ich großteils gestern schon vorbereitet mit meinem Papa und nachher werde ich die final machen. Ein Vision Board habe ich mir schon erstellt. Ich will meine Pflanzen behandeln. Das werden wir jetzt gleich machen. Und so ein paar Dinge wie ein Regal hier noch aufhängen, was ich selber gemacht habe. Ein paar Sachen ausmisten, ein bisschen rumkruscheln. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mit deswegen. Have fun und es ist auch so ein bisschen getting my life together für das neue Jahr, weil ja, ich definitiv mich ein bisschen besser fühlen möchte und ja auch ein bisschen mehr wieder auf die Ernährung und sowas achten möchte und auch einkaufen gehen möchte und so vorbereiten will. Deswegen dachte ich, nehme ich euch mit, aber mein Akku ist gleich tot. Ich habe leider herausgefunden, dass ein paar meiner Pflanzen Trauermücken haben und jetzt war ich vor kurzem beim Obi und habe sowas gekauft. Das ist extra schädlingsfrei, so ein Gießmittel und ich habe jetzt die letzten Tage gewartet, weil man soll ja die Pflanzen dann auch nicht übergießen, weil es die Larven dann irgendwie anspornt zu wachsen. Und deswegen dachte ich, mache ich das jetzt heute. Ich habe das auch noch nie gemacht und die Pflanzen sind mir heilig. Und ich will nicht, dass schon was passiert. Deswegen ja, probieren wir das jetzt direkt mal aus. Ich lese das direkt mal kurz durch und dann werden wir das angehen. Ich habe hier oben leider auch eine Pflanze stehen, die ein bisschen arg hinüber ist. Die muss ich wegtun. Irgendwie tut mir das immer voll leid, wenn ich eine Pflanze töte. Danke. Aber es hat ja keinen Sinn, die jetzt aufzuheben, weil die wird nicht mehr kommen. Und deswegen darf die gehen. Ich habe jetzt gerade die letzte Dreiviertelstunde so ein bisschen meinen Rechner aufgeräumt, weil ich mache das irgendwie viel zu selten, so ein bisschen Daten auch organisieren, weil dadurch, dass ich ja auch natürlich viel Videomaterial habe und dann alles auf meiner Festplatte habe, ist es für mich sinnvoll, das alles mal ein bisschen durchzuordnen und auch durchzugehen, was gelöscht werden kann und auch manche Sachen in den Archiv rüber zu machen, damit man manche Videoclips nicht immer wieder drehen muss, weil sonst, wenn ich so ein Sit-Down-Video habe und dann einen bestimmten Clip haben möchte, suche ich mich dumm und dämlich und drehe da was Neues oder sowas. Und deswegen habe ich das gerade ein bisschen geordnet. Jetzt habe ich mir einen Matcha gemacht. Und das Beste ist noch wirklich der Schaum einfach. Ich nehme den Schaum. Und die Hafermilch vom Rewe, die ganz normale Bio-Hafermilch vom Rewe, schäumt auch richtig gut. So die ersten zwei Tage. Wenn die länger auf ist, dann schäumt die nicht mehr so. Ansonsten nehme ich immer Barista. Ansonsten habe ich gerade noch ein bisschen an meinem Video geschnitten, weil ich möchte diese Woche so ein bisschen mehr rausbringen. Also das habt ihr dann schon auch gesehen, aber ich habe auch meinen Kleiderschrank ausgemistet und den Baum hier abgeschmückt und alles. Und ja, heute und die Woche möchte ich ja auch noch so ein bisschen slow machen und reinkommen, neue Routinen setzen und Gewohnheiten umsetzen und alles gemütlich machen, ganz viel lesen und hier auch ein bisschen ausmisten, deswegen nehme ich euch ja mit, aber ich will nicht, dass es zu talky wird. Deswegen genieße ich jetzt mein Matcha und setze mich ein bisschen aufs Sofa. Ich habe gerade Mittag gegessen und ich werde jetzt noch eine kleine Runde ein bisschen durch unsere Wohnung gehen und Sachen ausmisten. Ich habe nämlich eine Sache schon gefunden. Und zwar eine Schlafmaske. Ich hatte nämlich die früher benutzt und mir dann irgendwann mal eine neue gekauft, weil die nicht mehr so gut gehalten hat und das Gummi hinüber war und alles. Und ich wollte auch ein bisschen meine Kosmetik durchgehen und meine Schminke
was wer kann. Und deswegen suche ich das jetzt alles raus und dann gehe ich das mit euch durch. Zu schneiden. Wie cool ist das denn? Ich muss euch das zeigen. Wie schön. Ich habe die letzten Tage ja jetzt nicht mehr gefilmt, aber ich dachte, ich mache heute noch so ein bisschen weiter mit meinem Organisationstag und vielleicht auch morgen noch, weil es gibt ein paar Dinge, die ich noch machen möchte und irgendwie hat sich über die letzten Tage nicht so die Motivation eingeschlichen. Deswegen werde ich heute noch was machen. Gerade hänge ich jetzt erstmal noch die Wäsche auf. Und dann möchte ich noch ein bisschen so durchgehen, was ich vielleicht aussortieren kann. Und eigentlich will ich ja noch diese Holzbretter anbringen. Aber dafür müsste ich dann nochmal losfahren. Vielleicht mache ich das einfach auch morgen. Aber genau, dass mein Bücherregal auch bald fertig ist. Aber ich habe mich heute jetzt hier so in meinen Chiller-Outfit geworfen und für mich auch eine Sache, die ich mehr machen möchte mit Getting My Life Together und sowas. Ruhe, ein Ausgleich, Balance und deswegen auch nach ein paar Seiten lesen. Mir ist vor ein paar Tagen auch leider ein kleines Unglück auf unserem Teppich passiert und und zwar bin ich am Tisch hängen geblieben, als ich aufs Sofa geklettert bin, weil er ein bisschen, ja, blöd stand. Das war mein Fehler, vollkommen. Und ich habe eine Glaskaraffe umgeschmissen und ist auf den Teppich geflogen. Die ist zersprungen und der Teppich ist jetzt gerade an der Heizung und ist ein bisschen angelehnt, damit der trocken wird, weil der irgendwie die letzten Tage nicht so trocken wurde. Beziehungsweise ist es mir vor 2 Tagen am Abend passiert. Und das habe ich jetzt heute Morgen ein bisschen gegen die Heizung gehalten und jetzt werde ich versuchen, mal schauen, ob der schon wieder trocken ist und dann auch wieder hinlegen. Sieht richtig komisch aus, wenn es da so leer ist. Ja, und wir haben jetzt auch so ein kleines Höckerchen und auf das Höckerchen kommt dann auch so die Pflanze drauf. Und ja, ich habe da den Teppich erstmal so ein bisschen drüber hängen gehabt, dass einfach der von unten trocknen kann und jetzt habe ich ihn an die Heizung gemacht. Aber das werde ich jetzt auch noch kurz machen. Ich habe jetzt nur, ich glaube, 2 Sachen wirklich aussortiert. Und zwar habe ich einmal hier so Popcorn gefunden. Das ist für die Mikrowelle. Und wir haben keine Mikrowelle. Und das haben wir uns damals im Urlaub gekauft, vor 1,5 Jahren. Ja, und da werde ich jemand anderen fragen, ob die das wollen, weil es bringt nichts für uns aufzuheben, wenn wir keine Mikrowelle haben. Dann habe ich in der Arbeit eine schöne Tasse bekommen mit meinem Namen drauf. Ich habe hier aber sehr viele Tassen, deswegen werde ich die wieder mit ins Büro nehmen und dann wird es im Büro meine Tasse sein. Ich hatte die damals halt mitgenommen, weil ich sie auch, ja, meinem Freund zeigen wollte und sowas. Und ich bin auch richtig stolz, weil hier hinten, ne,
Eck auch wieder ein bisschen ordentlicher aussieht, weil hier lagen immer diese Wraps rum und jetzt habe ich jetzt alles in so eine Box gepackt und brauche noch Tesa, um hier das drauf zu kleben. Aber es sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus. Und jetzt bin ich auch gerade am Überlegen, ob ich noch vielleicht kurz in die Stadt gehe und die Pakete schon mal wegbringe zur Post für Vinted, weil dann ist das einfach auch erledigt. Ich würde gerne noch kurz in den Unverpacktladen gehen, weil wir brauchen Spülmittel und ich habe einfach bei so alten Spülmittelflaschen die aufgehoben, damit man die dann wiederverwenden kann. Und momentan haben wir noch, aber bevor man das dann aus ist und man welches notgedrungen kaufen muss, finde ich es irgendwie ganz cool, das davor schon ja, aufzufüllen und dann so ein bisschen auf jeden Fall, wie sagt man, Müll zu vermeiden. Also ich bin da nicht perfekt, aber ich versuche mein Bestes zu geben und immer wieder so ein paar kleine Schritte zu machen und mich einfach auch nicht damit zu überfordern. Ja, genau, das will ich gerade machen. Und außerdem, es sieht gerade einfach so schön draußen aus mit dem ganzen Schnee, wenn ich hier rausschaue. Und es wirkt dann auch heller und dann hat man auch erst recht Lust, irgendwie rauszugehen. Aber es ist auch so gemütlich gerade in meinen Jogging-Sachen und Lesen. Aber ich glaube, ich gehe jetzt raus und dann belohne ich mich danach mit meinem Buch. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. Ich komme gerade zurück und ich dachte, ich gebe euch noch einen kleinen Haul an den Dingen, die ich gekauft habe. Und zwar war ich erst kurz bei der Post, die Pakete von Vinted wegzubringen und dann war ich noch kurz im Unverpacktladen. Ich habe zweimal Spülmittel aufgefüllt. Dann hatten die Kombucha. Da habe ich auch gleich eine Flasche mitgenommen zum Ausprobieren. Backpulver, weil ich nicht mehr so viel habe. Und ich kaufe das ganz gerne im Unverpacktladen ganz viel. Und dann backe ich leichter und öfters. Und noch schwarze Bohnen, weil die findet man nie im Supermarkt irgendwie. Auch diese in den Dosen. Und dann dachte ich, probiere ich das jetzt mal so aus. Man muss die dann, glaube ich, davor einweichen oder irgendwie kochen. Jetzt muss ich mich noch einlesen. Und dann kann ich wieder schwarze Bohnen kochen. Genau, das war's. Also nicht viel, aber so ein paar Dinge. Und ich bin gerade noch... Oh, da draußen ist eine Katze. Da bin ich gerade noch durchs Schloss nach Hause gelaufen. Es war richtig schön mit dem Schnee. Und ja, hat richtig gut getan. Ihr seid hell eingestellt. Ja, jetzt schaue ich mal, ob der Teppich trocken ist. Und werde mich aufs Sofa setzen. Ein Cookie essen, die habe ich gestern Abend gebacken. Und ja, mein Buch wahrscheinlich lesen. I'm gonna let the past stay in the cold. To the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade, feels like things are gonna go. Mein Buch ist einfach vorbei. Ich bin doch erst bei 89%. Ich bin gerade einfach so geschockt, weil mein Buch einfach vorbei ist. Ich hatte nämlich noch 89%, also ich war bei 89% und ich dachte, ja okay, habe ich noch einiges. Und stand auch dran, dass im Buchverbleiben quasi noch 48 Minuten zu lesen sind. Und jetzt einfach mein Buch vorbei. Ah, naja. Ich habe von Sally Rooney Normale Menschen gelesen und so als kleines Feedback dazu, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzufinden, weil ich es anfangs nicht gecheckt habe, das Buch, weil es immer so wieder Sprünge hat. Also falls ihr auch das Buch gelesen habt, könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu dalassen. Auf jeden Fall fand ich es anfangs ein bisschen schwierig zu lesen, weil sie ja auch teilweise, wenn sie mit Menschen sprechen, das alles nicht in Anführungszeichen war und dann immer nur in den Satz eingebaut war und ich generell die Handlung nicht so verstanden habe. Aber in allem fand ich das Buch sehr gut, aber es ist nicht so packend irgendwie. Also ich glaube, ich muss es erstmal ein bisschen sacken lassen. Weil es ist ja auch ein Spiegel-Bestseller und dann dachte ich die ganze Zeit so, ja komm, da wird ja schon irgendwas dahinter einfach sein, dass das ja so ein gutes Buch ist. Aber das sind jetzt gerade so meine Gedanken direkt, nachdem ich es fertig gelesen habe, weil ich einfach so verwirrt bin. Aber
Ja. Ich bin sehr happy, dass ich das Buch jetzt zu Ende gelesen habe. Und dann kann ich nämlich demnächst mit einem neuen Buch starten. Dieses Jahr möchte ich 22 Bücher lesen. Letztes Jahr habe ich 25 Bücher geschafft. Und ich dachte, 2022 schaffe ich auf jeden Fall 22 Bücher. Das heißt, mindestens eins Jahr auf jeden Fall im Monat und wenn nicht sogar zwei. Ich freue mich gerade so sehr, dass mein Bücherregal endlich hier fertig ist. Und jetzt werden wir meine Bücher einräumen. Ich habe das vorhin auch schon ausgemessen, dass quasi das höchste Buch auf jeden Fall reinpasst. Und ich habe genügend Platz und ich zeige euch kurz davor, wo meine Bücher davor standen. Und dann werde ich die hier schön farblich sortieren. Und ich freue mich so sehr, dass sie jetzt einen fixen Platz haben und das dann viel mehr zum Wohnzimmer gehört, als da, wo sie davor sind. Hier standen davor die Bücher drin. Ich will die alles ein bisschen sortieren, weil das ist irgendwie eher so das Büromäßige hier. Mit unseren Ordnern auch. Und dann kann man das auch anders nutzen noch. Und ich freue mich, wenn die jetzt in unser Bücherregal einziehen. Oder anderen mag es vielleicht auch ein bisschen übertrieben zu sein, ist sich ja so extrem über dieses Bücherregal zu freuen. Aber ich will das schon seit Monaten machen, wirklich seit ich das andere Regalbrett hier auch in unserem Wohnzimmer angebracht habe. Und ich freue mich jetzt einfach, die auch ein bisschen farblich zu sortieren und dass es dann auch nochmal so mehr ein Hingucker wird und das andere auch so ein bisschen mehr getrennt wird zu Büro und ja, Büchern. Und ich liebe ja Bücher, deswegen freue ich mich gerade so extrem, das einfach ein bisschen, so zu sortieren.